So, und da sind wir wieder bei The Forest. Hier in der Hütte. Dem Verteilerhaus, was weiß ich. Wobei Verteilerhaus, da denkt man eher an Verteilerkasten und das wäre dann wieder Strom und Strom haben wir hier eigentlich nicht. So, ich suche jetzt noch nach dem Hasen, den ich hier abschieße mit meiner Steinschleuder. Irgendwo muss hier ja einer sein. Ansonsten wäre ich auch nicht abgeneigt davon, hier ist ein Eichhörnchen, hier Kannibalen abzuschießen. Waschbär darf leben. Das ist eine Hase. Ach komm. Ich höre die ganze Zeit so ein Bumm. Bumm. Irgendwo kommt da was. So, wie viel brauchten wir? Schön, dass man mich anschreibt. Ich guck mal eben nach. Okay, das war eigentlich nichts Interessantes. So. 71, 112. 40 Stück. Ich will halt nicht, wenn es nachts ist, da runtergehen. Das ist halt, denke ich mal, schon klar. Dass ich da keinen Bock drauf hab. Jedes Mal, wenn ich hier nämlich runtergehe, wisst ihr ja, was passiert. Hier könnten wir doch mal ein bisschen farmen. Die Heidelbeeren hier essen. So, gib mal einen Stock her. Wenn hier denn kleine Steine rauskommen würden. Leider kommen die ja nicht mehr so oft. Ich glaube, die haben das schon länger geplant mit der Steinschleuder. Oh, Geld. Und deswegen haben die Steine jetzt verschwinden lassen. So. Das sollte eigentlich ganz gut möglich sein, hier hochzukommen. Ja. Ich glaube, ich brauche wirklich dort vorne mal ein Bett. So, ich bräuchte noch einen Hasen. Wäre ganz gut, wenn ich einen finden würde. Da war einer. So, das schiebe ich jetzt für gleich hier raus, wenn ich weiterarbeite. Im Moment ist der Hase mir wichtiger. Diese blöden Totems, die hier immer wieder neu aufgestellt werden. Ich meine eben Licht gesehen habe. Gesehen zu haben da vorne. Ja, da kommt einer. Glaub ich. Da leuchtet das nämlich so komisch rum.
Ja, da kommen sie. Hey, Kumpel. Komm, folg mir. So, wo ist er? Sag mir nicht, der ist weggerannt. Bräuchte den nämlich jetzt gerade ganz gut. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Das füllt nicht wirklich. Der Kerl hin? Als wenn der hier jetzt einfach verschwunden ist. Naja. Da will man mal was testen und dann klappt es nicht, weil der Typ einfach wegrennt. Was soll das denn? Hey, Pilze geben noch mehr Kalorien. Heißt das auch, die geben mehr Essen? Nö. Natürlich nicht. Fände ich halt schon gut, wenn die das tun würden. Leuchtet mein Handy etwa schon wieder? Ja. Wollenlord folgt dir jetzt zurück. Aha. Hat er mir nicht gefolgt? Warum hat er mir nicht gefolgt? Einfach so plötzlich, ja, ich folge dir jetzt nicht mehr und kommt dann einfach wieder. So. Und jetzt werde ich schon wieder angeschrien. Ich tue es gleich wieder nachgucken, wenn ich hier an einer sicheren Stelle stehe. Weil das hier ist ja wie gesagt ein Server. Hier bewegt sich alles weiter, während ich spiele. Oder nicht spiele. Deswegen wäre es ja schon von Vorteil, wenn ich hier irgendwo stehe, wo ich nicht angegriffen werden kann. Wie zum Beispiel hier. Mir wurde übrigens gesagt, hey, die klettern da noch hoch. Ja klar, klettern die da noch hoch. Aber sobald die hier drankommen, ne, dann kann es passieren, dass sie runterfallen oder da stehen bleiben. Das ist eine 50-50-Chance. Ist mir schon oft passiert, dass die einfach nur runterfallen. Kannst mir glauben. So, ich pausiere mal eben. Ey, schon wieder nur Müll. Mir wurde gerade angezeigt, hey, Vulnado ist jetzt gerade aus dieser Gruppe ausgetreten. Ja, interessiert mich auch. Mein Gott. Der soll mal gucken, dass der sein neues Mikro kriegt, damit wir endlich unser Geheimprojekt fertigstellen können, weil wir brauchen schon so lange und da vorne ist ein Gegner gewesen. Der hat gesagt, heute könnten wir das endlich machen. Und dann kommt bei dem einfach die Post nicht. Fragt er mich doch allen Ernstes, kann man das irgendwo nachsehen, wo die Post jetzt gerade ist? Ja, kommt drauf an, wo du bestellt hast.
Fände ich aber schon mal gut, dass der das mal irgendwann hat. Weil dann könnten wir nicht vorproduzieren und das beenden. Denn das dauert langsam zu lange. Und dann muss ich nachher noch gucken, dass ich das da mit Borderlands hinkriege. Die ganzen Parts sind aufgenommen. Also theoretisch könnten wir die freischalten. Brauche ich ja generell, weil Metopia läuft ja nicht mehr. Habe ich ja einfach nach dem Ende ausgemacht. Ich habe da zwar noch Parts von, aber ist mir jetzt zu blöd, die hochzuladen oder die zu bearbeiten. Ich will irgendwie nicht droppen, aber irgendwie schon. Das ist schwierig. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch diese Parts auf der Platte. Ich könnte vielleicht den ganzen Ordner einfach auf meine externe packen. Für den Fall, dass ich jemals weiterspielen will. Weil eigentlich beende ich immer alles, was ich angefangen habe. Will da jetzt eigentlich auch nicht stehen und dann sagen, hey, das ist nicht mehr. Vielleicht wollte sich das ja einer angucken, obwohl bei Miitopia, da waren jetzt nicht so viele Views. Da war höchstens immer der Kerl, der drunter schrieb, dass man ihn abonnieren sollte. Junge, du hast nichts Besseres zu tun, oder? Hast dich bestimmt gefreut, dass ich jedes Mal, wenn du was geschrieben hast, das auf Twitter nochmal mit einem Foto gemacht habe. Das halt wirklich jedes Mal auf Twitter nochmal gepostet, wenn der was geschrieben hat. Der hat das aber auch nur bei Miitopia gemacht. Ich verstehe nicht, warum bei Miitopia. Das guckt kein Mensch und der nimmt sich da die Mühe. Ja, abonniert mich, dann abonniere ich euch zurück mit 30 anderen Kanälen. Ja, geil. Kannst du gar nicht mehr heutzutage machen, weißt du schon, oder? Brauchst du ganz schön viele Handynummern. Brauchst halt echt viele Handynummern für. Weil du das mit Handynummern verifizieren musst. Mittlerweile. Das habe ich mit meinem Kanal jetzt nicht gemacht. Und mit den Backup-Kanälen. Zum Beispiel mit Hyper Terrorist oder Ultra Terrorist oder Super Terhorst. Da müsste ich eigentlich auch mal was drauf hochladen. Die habe ich jetzt irgendwie immer nur als Backup, dass ich da, falls hier mal was kaputt geht, dass ich da weitermachen kann. Obwohl es hier natürlich richtig scheiße wäre, wenn hier irgendwas geblockt wird. Oder ich irgendwie Strikes kriege, dass ich den Kanal hier nicht mehr benutzen kann, weil hier ist ein verficktes über 1000 Folgen Let's Play drauf. Und das habe ich nicht auf Platte. Das müsste ich verdammt nochmal alles runterladen. Na, besser in der anderen Richtung. Aber wir haben ja jetzt gleich die Brücke fertig. Und können hier dann auch ohne Gefahr von Ort zu Ort gehen. Denn dann haben wir diesen Ort hier gelinkt. Und somit die Sicherheit erhöht. Ich muss mal dran arbeiten, da ein paar neue Effekte hier einzubauen. Falls ich das hier jemals mal mit Videobearbeitung bearbeite, ich lasse es ja eigentlich mal roh, die Datei, Videodatei. Aber falls ich hier mal irgendwie Videobearbeitung mal wieder mache,
Da werde ich ein paar coole Effekte einfügen. Habe ich in unserem Geheimprojekt übrigens auch. Da habe ich mich reingehängt, weil das war für mich auch wichtig. Sehr wichtig war das. So. Ich muss den Hasen kriegen. Das sah ein bisschen brutal aus jetzt. Richtige Blutexplosion. Ach Mist, nein. Nein. Ach komm schon. Ich meine, klar. Aber warum? Ich meine, es sieht auch gut aus. Es hat was, aber warum? Soll nicht sein. Weil das macht keinen Sinn. Kannst genauso gut hochlaufen. Funktioniert aber. Ja, das dauert aber länger, da hochzulaufen. Dann könnten wir hier unten vielleicht was drunter tun, dass man da einfach alles hochtun kann. Vielleicht eine kleine Treppe, dass man dann hochkommt und von unten das Holz reinpackt. Weil so könnte es ja im Grunde auch so hochlaufen. Ich will das hier halt nicht alles nochmal zerstören. Das hat jetzt schon ein bisschen gedauert, das hier aufzubauen. So, und wir müssen das hier natürlich auch noch mit dem da hinten verbinden. Diese Gegner sehen einfach so bescheuert aus. Auf die Entfernung. Jetzt leuchtet mein Handy schon wieder. Kann wollen dort mal bitte aufhören, die ganze Zeit immer zu sagen, ja, das ist richtig, das ist auch richtig. Das fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn er meint, hey, ich entscheide, ob das richtig ist oder falsch. Ich kontrolliere jetzt. Es kommt nicht cool rüber, weißt du schon, oder? Das habe ich gehört. Wo bist du? Du bist der Typ von eben. So, der lebt noch. Okay. Also ein Todesstoß kann das schon mal geben. So, und jetzt, da wir ihn hier rumliegen haben, wird er natürlich noch weitere anlocken. Ist von daher vielleicht ganz gut für uns, wenn wir das hier weiter austesten wollen. Und da wir eben schon dort hinten ein paar gesehen haben, das wird schon nicht lange auf sich warten lassen, dass sie wiederkommen.
Aber zuvor würde ich erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.